Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal in Südamerika unterwegs auf unserer Estancia La Pajo und wir sind bereits in Folge 62 und mitten in der Zuckerrohrernte. Ja, letztes Mal sind wir angefangen, ein paar Bahnen mal mehr hintereinander zu machen. Das werden wir heute auch mal machen. Wir werden hier noch ein paar schöne Bahnen, ein bisschen rumnuscheln. Nein, wir werden ein paar schöne Bahnen hier noch ziehen, wollte ich sagen. Und ja, hoffen, dass das alles vernünftig klappt. Wir haben letztes Mal ja noch ein bisschen Stroh nebenbei gemacht. Das heißt, unser Turm dürfte erstmal einigermaßen vernünftig vor sich hinarbeiten können. Und deswegen ja, aufpassen. Ich glaube, ich fahre nicht ganz gerade. Das sehen wir zur Seite. Aber es klappt schon. So lange ist die Bahn ja nicht. Ja, den Drescher müssen wir nach Hause bringen. Das ist das, was wir heute wahrscheinlich noch nebenbei machen werden. Und dann werden wir noch nach der Produktion gucken, wie es bei den Eiern aussieht. Ob wir Eier zu verkaufen haben und ob wir dementsprechend auch Mist schon eine vernünftige Produktion haben, dass wir die Kaffeegeschichte wieder ans Laufen bringen. Dafür werden wir heute mal nur ein, zwei kleine Unterbrechungen einstreuen hier. So, ich bleibe jetzt eben kurz stehen, dass er wieder wenden kann in Ruhe. Fahre auch schon mal meinen Bogen hier so ein bisschen. Er kämpft sich da irgendwie ziemlich um die Kurve, weil er ziemlich eng fahren will, warum auch immer. Einfach nur rumziehen, sage ich dann nur. Einfach nur rumziehen. Irgendwann werden wir uns hiervon auf jeden Fall schön den Vollernter gönnen. Das steht schon mal fest. Und dann läuft das auch nicht blöd. So, diesmal fahren wir etwas größeren Versatz. Also wir sind nicht nebeneinander. Aber wie ihr seht, funktioniert das immer noch. Also gar kein Problem. Traktoren in trauter Eintracht. So kommt der Zuckerrohr an Bord. Ja, mit dem Hänger haben wir natürlich ein gutes Kapazitätenmaß hier noch anstatt. Wenn man denkt, was wir den letzten nur, ich glaube, 12.000 oder sowas nur an Bord nehmen konnten. Haben jetzt hier 28.000, wenn ich mich nicht täusche. Die 28.000, die wollte ich heute jetzt auch wohl gerne noch im Moment machen und dann werden wir bei den anderen Sachen mal reingucken. Das heißt, vielleicht diese Bahn und noch eine weitere noch oder so. Dann könnten wir das schon soweit haben. Warum jetzt hier Halme überbleiben, weiß ich nicht. Ich muss jetzt natürlich erst mal kurz hier stehen bleiben. Er fängt an zu drehen, das ist also alles okay. Ich fange auch schon mal an zu wenden. 25.000 Liter sind drin. Ja, wenn wir die anderen 3.000 gemacht haben, dann werden wir ihn da vorne überladen. Und dann werden wir mal gucken, was die anderen Sachen auf dem Feld so machen. Oder die anderen Produktionen vielmehr so machen. So müssen wir es ja eher sehen. So, hier sind wir wieder unterwegs. Muss ja alles am Laufen bleiben, so simpel ist es ja. Ne? Ja, gleich wird er stehen bleiben, weil wir stehen bleiben. Da will ich mich dann, also wir bleiben nicht stehen, wir fahren weiter, aber er wird aufhören, weil wir voll sind, so simpel ist es. Das merkt der Helfer natürlich. Bitte, da ist Schluss. Fahre hier einmal ran. An den freundlichen Kollegen hier. So. Dann heben wir das Ganze hoch. Dann kippen wir das Ganze über.
Und dann sehen wir, dass das Ganze in Paletten umformt. So. Dann machen wir das Ganze zu. Das Ganze runter. Und erstmal aus, weil jetzt wollen wir erstmal gucken, was ist denn bei den anderen Sachen angesagt hier. Wir haben hier auf jeden Fall noch den Drescher. Der muss nach Hause. Das ist keine super spannende Aufgabe, aber wir haben ja unser Maisgebiss geholt. Wir werden dann mit ihm extra hergefahren eine Runde einkaufen. Ich werde mit ihm jetzt auch die freundliche Tour machen. Das heißt, wir haben einen relativ breiten Streifen an der Seite und wir fahren nur 22. Ich möchte den normalen Verkehr hier natürlich nicht aufhalten. Das ist jetzt sozusagen die Agrarspur, wenn man so will. Und die fahre ich dann jetzt mit meinem Drescher hier. Den werden wir jetzt erstmal bis auf Hofgelände fahren. Weil den brauchen wir sowohl für Sonnenblumen wie auch für Mais, die wir gepflanzt haben und die auch im Wachstum sind. Das hatten wir alles noch erledigt und organisiert. Ja, dann werden wir mal gucken bei der Eierproduktion, was da produziert worden ist. Wir werden damit dann auch mal loslegen. So, ja, hier vorne fahren wir eh schon gleich auf unser Gelände. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier kommt jetzt ein Zaun. Aber wir waren bis jetzt auch keinem im Weg, also das ist eigentlich alles okay. So, hier fahren wir jetzt mal auf unsere eigene Auffahrt. Ja, da ist erst recht keinen mehr. Können wir schon eine Runde hier rumfahren. Du-di-du-di-du. So, und hier rum. Darum und warum auch immer. So. Ja, die Bierpalette ist noch nicht voll. Und die Brotpalette auch noch nicht. Alles noch super. So, ihn stelle ich jetzt mal hier kurz freundlich in die Halle. So, da kann er wunderbar stehen bleiben. Stört er keinen, also mich wenigstens nicht. Bringe es hier mal Richtung Coffee Shop rüber, weil damit können wir die beiden Produktionen hier betrachten. Hier dürfte eigentlich überhaupt nichts passiert sein. Wir haben hier noch einen Rest an Gärreste-Geschichten, das können wir einlagern. Hier ist auch noch ein bisschen Futter für die Kühe, das ist okay. Hier sieht es aus, ja, Produktion läuft noch, Wasser ist noch da, Getreide ist auch noch da. So, jetzt wird es interessant. 16.000 Mist, das ist schon mal sehr schön. Und 40.000 Eier. Das ist auch eine schöne Geschichte. Den Eierpreis haben wir wahrscheinlich gerade. Gucken wir mal. Warum haben wir jetzt hier keinen Eierpreis? Ne, hier haben wir den Eierproduktionspreis. Da ist es. Das andere waren normal die Eier. Das hier ist der Eierproduktionspreis beim Coffeehaus 2400. Das würde wieder eine gute Stange Geld bringen. Aber wie gesagt, die Produktion, wie ihr selber seht, die läuft auch noch. Das ist also kein Ding. Was wir hier machen könnten, deswegen hüpfen wir jetzt nochmal rüber. Habe ich da einen Hüpfpunkt? Nö. Hüpfen wir mal hier hin. So. Wir laufen jetzt mal, ups, gegen die Wand. Das wollen wir natürlich nicht. Über den Zaun und gucken mal, was die Produktion hier Schönes haben. Ja, Mist ist das, was fehlt. Saatgut ist noch da. Kaffee ist keiner da. Wasser ist nicht mehr viel da. Okay. Nicht mehr viel Wasser. Ja, aber unser Kaffeepart, den wir hier gemacht haben, der ist, ist da und klar sozusagen. Kaffee ist leer, aber wie ihr seht, der geröstete fertige Kaffee, der ist klar Schiff. Das ist doch super. So, wir hatten hier bestimmt auch irgendwo den anderen Hänger stehen, oder? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wo ich den gelassen habe, der steht bestimmt auf dem Hof. Ich hüpfe schon hier durch die Kühe durch.
Nee, habe ich wahrscheinlich oben stehen gelassen. Aber das ist kein Problem. Wir haben unser freundliches Fahrzeug hier. Sind ja nicht alle unsere Traktoren im Einsatz gerade, weil wir die Ernte noch nicht von allen Sachen gestartet haben. Ja, dann können wir erstmal eine Runde loslegen. Ich würde sagen, wir können eine Runde Kaffee verkaufen. Das ist schon mal sehr gut. Und das dürfte auch gut Geld bringen. Hier steht auch der gute Hänger. Da muss ich nur von der anderen Seite ran. So. Wenn wir den Kaffeekram verkauft haben, dann nehmen wir Mist mit, um gleich neu was zu machen. Oder wir können Eier verkaufen. Das können wir uns überlegen. Das war also schon mal keine schlechte Idee. So, wir müssen hier raus. Unsere Ausfahrt. So, wunderbar. Gucken wir mal. So, wir können jetzt hier auch schön von hier vorne reinfahren. Das macht also nichts. Wie hier rum ist egal. So. Schön hier durch die Halle. Da sollen wir die Kaffeebohnen abliefern, die nicht reifen. Ja, und hier sind die fertigen Kaffeesäcke. Da seht ihr, das hier in der Ecke standen sie, da konnte man sie auch sehen. Und jetzt haben wir hier auch wieder eine wunderbare Ladung Kaffee. Den Kaffee werden wir jetzt wunderbar rüberfahren und verkaufen. Und das gleiche werden wir dann auch mit den Eiern machen und den Mist bringen wir hier wieder her. So simpel ist es. Da haben wir schon wieder einen schönen Produktionszyklus gehabt. So, ich bin ein bisschen schneller unterwegs wie der Jeep, so wie es aussieht. Von vorne kommt keiner, sorry für den Räusper. Dann werde ich erstmal hier die Chance nutzen und den Spaß hier eine Runde fahren. So. Ja, den guten Kaffeeverkauf, Eier verkaufen, dann haben wir schon wieder gut viel Geld dazu gemacht. Das ist doch super. Auch keiner entgegen, ist also auch nicht so wild. Dann werde ich mich jetzt tatsächlich von der Linksbiegerabspur oder von der Linksabbiegerspur hier von der linken Spur aus abbiegen, so rum. Die Linksabbiegerspur gab es ja in dem Sinne gar nicht. So. Gut. Ja, da sind wir. Irgendwie habe ich den Trigger aber noch nicht erwischt. Das glaube ich am Ende wahrscheinlich. Ja, da ist er. So, jetzt dürfte es gutes, sauberes Geld geben, was wir uns gerade frisch und gut verdient haben. Ja. 95.000 haben wir eingenommen mit unserer wunderbaren gerösteten Kaffeeproduktion. Waren ja auch zwei Arbeitsschritte, muss sich ja auch lohnen. So, jetzt werden wir einmal hier durch die Halle fahren und die Eier holen. Die werden wir auch verkaufen, weil wir haben ja sonst noch nichts am Laufen davon. So. Wasser sind noch 20.000 Liter da. Da können wir bei Gelegenheit mal gucken, was wir machen. So, da gibt es einmal Eier. War ja auch eine ordentliche Menge. Die bringen wir jetzt auch mal in den Verkauf. Da sieht man schöne große Eierpaletten. So muss das sein. So, fahren wir genauso auf den Verkaufspunkt wie die andere auch. So. Und raus damit und dann gibt es wieder das nächste gute Geld. Ja, das sind die Produktionen, die sich dann lohnen. Damit haben wir 100.000 mit Eier gemacht. Das ist schon mal sehr gut, muss ich sagen. So, und jetzt nehmen wir eine Runde die Ladung Mist mit. Das klappt alles noch. Alles eine schöne Geschichte.
Ja. So, 17.500 Paletten. Nein, natürlich nicht Anzahl, sondern 17.500 Liter in Paletten oder auf Paletten vielmehr. Das bringen wir jetzt rüber zur Kaffeeplantage zum Düngen, weil die wollen nur Mist haben. Das, was wir da wahrscheinlich machen müssen, weil der Kaffeeplantage ist, noch Wasser auffüllen. Das ist wahrscheinlich das, was wir da als nächstes haben wollen. Aber da gucken wir einfach mal. So. Ja, aber leider ist die Folge schon wieder zu Ende. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über einen Teil oder ein Abo freuen, wenn ihr es noch nicht da gelassen habt. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Vorschläge noch habt, irgendwelche Ideen noch habt, was man noch einbringen könnte, dann bringt es gerne ein, dementsprechend im Kommentarbereich. Ich werde darauf reagieren. Ich produziere meistens ein paar Folgen vor. Deswegen wird das im Video wahrscheinlich einen kleinen Tick später umgesetzt, wie ihr es vorschlagt. Aber wie gesagt, ich werde mich da mal schriftlich dann im Kommentarbereich drauf melden dann. Ja, dann sage ich vielen, vielen Dank an all die, die mich schon die ganze Zeit unterstützen und bis zum nächsten Mal.